Ja, irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass ich im Oktober immer mal so schaue, wie denn meine Wunschliste vom letzten Jahr war, beziehungsweise ob ich mir davon Bücher gekauft habe und wenn ich mir sie gekauft habe, ob ich sie auch schon gelesen habe. Das ist immer wieder mal interessant, wenn man so sieht, was wollte man eigentlich früher alles haben, möchte man das immer noch haben, beziehungsweise hat man die Sachen sich mittlerweile tatsächlich gekauft und ja, sind die einfach nur auf dem Sub gelandet oder hat man sie tatsächlich schon gelesen? Finde ich immer wieder interessant, deswegen schauen wir uns einfach mal zusammen meine Wunschliste von 2017 an und gucken jetzt, wie da so der aktuelle Stand ist. Ich habe ja dieses Jahr mein erstes Buch von Gesa Schwarz gelesen, Scherben der Dunkelheit. Und ich war so von ihrem Schreibstil fasziniert, dass ich mir dachte, ich muss unbedingt auch mal noch ein anderes Buch von ihr lesen. Ich habe mich jetzt für Nacht ohne Sterne entschieden. Ja, ich habe mittlerweile tatsächlich sogar schon ein weiteres Buch von Gesa Schwarz gelesen. Aber auch Nacht ohne Sterne ist tatsächlich bei mir gelandet. Das habe ich geschenkt bekommen. Und ich habe es aber noch nicht gelesen. Aber wie gesagt, dafür habe ich ein anderes gelesen, auch wenn ich schon wieder vergessen habe, wie das heißt. Genau, Emily Jones, irgendwas mit Friedhof, kann ich euch gerne mal hier oben verlinken, wenn ihr wollt. Die Buchbesprechung ist nämlich schon online. Das fand ich auch sehr cool. Das war mal eher ein Buch von Gesa Schwarz, was für ja, eine jüngere Zielgruppe ist, was aber trotzdem sehr, sehr cool war. Und hier habe ich jetzt, wie gesagt, immer noch Gesa Schwarz Buch Nacht ohne Sterne auf dem Sub, wo ich das Cover immer noch wunderschön finde, wo ich mich auch sehr darüber freue. Und ich freue mich auf jeden Fall immer noch sehr hier drauf. Ein anderes Buch, was auch sehr stark gehypt wurde, ist Fangirl von Rainbow Powell. Ja, Fangirl, das ist bei mir einfach komplett verschwunden. Es ist überhaupt nicht mehr in meinen Gedanken gewesen. Ich habe es auch bei anderen Leuten nicht mehr gesehen. Irgendwie dieser ganze Hype, den dieses Buch ausgelöst hat, war irgendwie vorüber und dann war es bei mir auch einfach erstmal weg. Ich denke mir immer so, klar, ich würde es noch total gerne lesen, aber es ist jetzt nicht so das, wo ich jetzt so als nächstes unbedingt nachgreifen würde, wo ich denke, ja, das muss ich unbedingt haben. Wie gesagt, vielleicht ist es total cool und wenn ich es hier habe, würde ich es auch super gerne lesen wollen, aber aktuell erstmal nicht. Ein Buch, das echt irgendwie gefühlt schon jeder gelesen hat, nur ich nicht, sind die Luna-Chroniken. Wie Monde so silbern ist ja der erste Band. Ja, wie Monde so silbern habe ich auch noch nicht hier. Ich glaube, das liegt aber eher daran, dass das wieder eine Reihe ist und dass die Bücher sehr dick sind. Und dann auch natürlich sehr teuer, wenn man davon jedes Buch kaufen würde als Hardcover. Ja, habe ich irgendwie erstmal so hinten angestellt. Ist wie gesagt immer noch eine Reihe, die mich sehr interessieren würde. Das hat ja auch so, das sind ja Märchenadaptionen, die aber neu aufgemacht sind, neu verwurstelt und ziemlich interessant sein sollen. Aber irgendwie schreit es mich gerade auch nicht an. Obwohl ich selbst in dem letzten Jahr bis heute immer noch wieder gute Stimmen dazu gehört habe und auch andere BookTube-Kollegen das immer noch neu lesen und es immer noch toll finden. Aber irgendwie ist gerade bei mir momentan nicht so der Drang danach. Jetzt kommen wir zu meinem nerdigen, was ich unbedingt haben möchte, ist ein Doctor Who-Buch und zwar Aus der Tiefe der Zeit. Ja, ich habe es auch noch nicht gekauft und da weiß ich wirklich nicht warum. Denn da habe ich ja den ersten Band schon gelesen und ich würde den zweiten auch gerne lesen. Der wird aber erstmal zur Weihnachtszeit rausgeschoben, weil ich festgestellt habe, dass der um die Weihnachtszeit spielt. Da hatte ich dann so im Sommer nicht unbedingt Lust drauf. Und ich denke aber mal, wenn ich den zweiten Teil durchhabe, dann wird der Drang nach Band 3 auch sehr groß sein. Und dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als den dritten Teil auch zu kaufen. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Warten wir nochmal, bis der bei mir Einzug findet. Oh, ein anderes Buch, was natürlich auch wieder der Start einer Reihe ist, weil wäre noch schöner, wenn ich nur Einzelbände hätte wie Fangirl. Nein, natürlich sind es meistens Reihen, die dann noch ein paar Bände so nach sich ziehen. Und hier habe ich zum Beispiel New York Diaries. Jetzt Claire mal als erstes, ne? Ja, New York Diaries ist ungefähr das gleiche Phänomen wie Fangirl. Das haben alle gelesen, alle gehypt und dann war es irgendwie wieder komplett verschwunden. Ich habe davon nichts gehört. Irgendwie hat das keiner neu angefangen oder keiner mal die Reihe weitergelesen. Weiß nicht, ist bei mir auch so ein bisschen vom Radar verschwunden. Besitze ich deswegen auch nicht keinen einzigen Teil, obwohl ich manchmal schon kurz davor war, bei Avell das zu bestellen. Aber leider, nein, New York Diaries hat auch so ein bisschen den Reiz momentan für mich verloren. Ist nichts das, wo ich jetzt als nächstes unbedingt zugreifen würde. Ja, jetzt habe ich noch zwei Bücher, die jetzt kommen, die meine Reihen vervollständigen sollen. Und wir fangen an mit einem Buch.
Ah, was ich wirklich, wirklich, wirklich gerne haben möchte, und zwar die Stadt der besonderen Kinder. Die Stadt der besonderen Kinder, Leute. Ich verstehe es wirklich nicht, warum ich dieses Buch immer noch nicht habe. Denn die Insel der besonderen Kinder fand ich richtig toll. Und ich habe es auch letztens nochmal in einem Video gezeigt mit Büchern, tolle Bücher, die ich zu selten zeige. Und das ist definitiv eins davon gewesen. Und ja, ich weiß ehrlich nicht, warum ich diese Reihe immer noch nicht gekauft habe, warum ich die Folgebände nicht habe und auch noch nicht gelesen habe. Weil das ist, glaube ich, ein Buch, das möchte ich immer noch haben. Das steht definitiv ganz weit oben und ehrlich, irgendwann muss es nochmal bei mir einziehen, oder? Kann ja nicht so weitergehen. Was ist das für ein Zustand? Ja, ein anderes Buch ist Silber, das zweite Buch der Träume. Dann haben wir ein Buch, was irgendwie nicht ganz zu mir findet, denn es ist schon so oft auf irgendwelchen Wichtellisten gelandet und trotzdem hat es mir nie einer gekauft. Und zwar Verliebt in Mr. Daniels. Ja, Verliebt in Mr. Daniels. Tada! Es ist tatsächlich bei mir eingezogen. Ich habe es in einem Wichtelpaket bekommen und ich habe es sogar gelesen. Zwar vor kurzem jetzt erst, aber die Buchbesprechung, die gibt es am Mittwoch. Also wenn ihr genau wissen wollt, worum es hier geht, dann wartet auf jeden Fall meine Buchbesprechung ab. Das ist ja auch so ein Buch, das hat irgendwie jeder in den Himmel gelobt und so viele haben das immer noch gelesen und fanden es super toll. Und deswegen, klar, war es auf meiner Wunschliste und desto glücklicher war ich, dass ich das halt bekommen habe. Und jetzt habe ich ja immer gesagt, so, es ist ein Buch, was ich unbedingt in der Herbstzeit eher lesen möchte. Und ich habe es tatsächlich gemacht. Also zumindest ein Buch können wir abhaken, gekauft, beziehungsweise es ist bei mir eingezogen und ich habe es sogar gelesen. Ja, jetzt kommt lustigerweise ein Buch, was auch schon in meiner letzten Wunschliste war. Kein Rockstar für eine Nacht, Ladies and Gentlemen. Es ist wieder hier. Ja, bei Kein Rockstar für eine Nacht ist das ungefähr halb so wie vorhin. Ich habe es mittlerweile hier. Meine Schwester hat mir das zum Geburtstag geschenkt. Und ich glaube, den letzten Teil habe ich auch hier, aber so die Bände dazwischen nicht. Und ja, das ist so eine Rockstar-Reihe, einfach Rockstar-Geschichten, die ich wirklich schon lange irgendwie immer lesen wollte, weil die auch sehr viele hypen, sehr viele finden die ganz toll. Und irgendwie verkriecht sich das so in mein Regal und ich denke immer so, ja, irgendwann mal, ja. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich glaube ich, dass das voll was für mich wäre und dass ich das auch richtig cool finden würde. Aber ja, es ist zumindest da. Also wenn ich jetzt mal Lust habe auf irgendwelche Rockstar-Geschichten, könnte ich jederzeit danach greifen. Das letzte Buch, was jetzt noch auf meiner Wunschliste ist, ist City of Ashes. Ja, ich muss jetzt mal ein kleines Bekenntnis von mir geben. Ich möchte diese Reihe nicht weiterverfolgen. Ganz ehrlich, ich habe City of Bones habe ich hier seit 2 Weihnachten, glaube ich. Ich habe es immer noch eingeschweißt, ich habe es nicht rausgeholt, ich habe keinen Drang, es zu lesen. Ich habe nicht mal Shadowhunters weitergeguckt, weil ich glaube einfach, dass ich so viel davon gesehen habe. Also einmal die Chroniken der Unterwelt als Film, dann Shadowhunters die Serie und irgendwie hat mir das schon so viel vorweggenommen und so auch die Lust irgendwie genommen, dass ich mir so denke, ich will die Bücher jetzt irgendwie doch nicht lesen, vor allem weil die auch ein bisschen dick sind. Und wenn ich jetzt schon wieder daran denke, dass ich irgendwelche komischen Geschichten von Clary lesen muss, habe ich da nicht unbedingt Lust drauf. Deswegen, ich glaube mal ganz stark, dass ich den ersten Band aussortieren werde und mir den zweiten schenke. Vor allem, weil ich die gerne, wenn dann als Hardcover auch weiter hier stehen haben wollen würde. Und das ist einmal hier. Und zweitens, gibt es die überhaupt noch als Hardcover? Ich bin mir da gerade überhaupt nicht sicher. Aber hat sich eh erledigt. Ich glaube wirklich, das ist eine Story, die werde ich nicht verfolgen. Ich weiß, dass es viele Fans gibt von dieser Serie, aber ich glaube, für mich ist das einfach nichts mehr. Ja, ihr Lieben, das war jetzt ein kleiner Rückblick auf meine Wunschliste von 2017. Wie gesagt, am Mittwoch kommt die Buchbesprechung zu Verliebt in Mr. Daniels online und nächste Woche Sonntag gibt es dann meine neue Wunschliste. Mein Update. Welche Bücher wünsche ich mir jetzt im Jahr 2018 noch? Da ist, denke ich mal, eine Menge Neues dann, was dazukommt, weil wir sehen ja schon, jetzt von der Wunschliste habe ich nicht mehr ganz so Interesse an allen Büchern. Da sind definitiv schon andere Bücher ganz weit oben, die ich lesen möchte. Ja, und wenn ihr wie immer was zu den Büchern zu schreiben habt, lasst das gerne in den Kommentaren da. Wenn ihr Empfehlungen habt oder sagt, ah nein, lest das doch unbedingt, schmeißt das bloß nicht von der Wunschliste, das Buch ist so, so gut, dann eure Meinung hilft mir da immer sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder und habt bis dahin noch eine schöne Zeit. Ciao! Can't keep my hands to myself.